Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS19 auf dem PC hier auf der Obertal. Start in eine neue Woche, Start in eine neue Aufnahme. Ja, und wie immer müssen wir natürlich alle Helfer in Gang setzen, damit unsere Helfer hier ordentlich arbeiten. Hier ist auch voll Silage, kriegt er überhaupt noch hier Stroh los? Auch Stroh geht noch rein. Also müssen wir die Silage nicht dringendst wegfahren, sollten wir aber irgendwann mal mit erledigen. So, das ist ja schon einmal der Strohfahrer. Der braucht natürlich irgendwann Sprit und der müsste mal repariert werden. Das werden wir gleich mal erledigen, dass wir hier oben reparieren, weil wir stehen ja direkt hier am unseren Hofeingang. Und so wie es aussieht, da er leer ist, muss er ja eh zum Beladen fahren. Da sollte das ja kein Problem sein, dass wir gleich mal reparieren. Weil es ist zwar alles bloß auf 40% kaputt, bloß in Anführungsstrichen. Oder schon 40%, wie auch immer. Ja, mit dem Sprit ist so eine Sache. Ich meine, das funktioniert irgendwie hinten an der Tankstelle nicht, dass sie sich dort betanken. Weiß ich nicht, ob wir hier noch einen Wegpunkt machen müssten. Wenn wir mal hier das Streckennetz anmachen, denn wir haben ja hier keinen Punkt. Außer Hof Waschplatz 1, der wird zu weit weg sein. Also wenn wir hier vorne den Punkt nehmen, steht er theoretisch... Ach doch, Befüllung starten, wenn an den Punkt wird es gehen. Wir werden hier mal eins machen. Wir werden es mal hier noch einen Punkt machen. So, und zwar zweigen wir mal hier ab. So, und dann werden wir den Punkt hier nehmen. Der müsste auf alle Fälle gehen. Es ist auch nicht zu nah dran, würde ich meinen. Ja, hier wird er auch befüllt. Und den ganzen Punkt nennen wir da einfach mal beste Hoftanke am Waschplatz. So rum wird ein Waschplatz draus. Und wir lassen ihn mal hier weiterfahren, ohne was zu machen. Und hinten, wenn wir einen Trecker erwischen, löschen wir mal noch den anderen, oder wir fahren gleich mal hinter, löschen wir noch hinten den zweiten Punkt an der Tankstelle. Weil den Punkt hinten, denke ich mal, werde ich nur benutzen, um manuell zu tanken. Und dann werden wir das mal beobachten, ob er dann irgendwann Sprit bekommt. Haben wir ja überhaupt Sprit in der Tankstelle vorne drin? Doch. Ja klar, wir haben dort schon getankt. Und zwar den hier werden wir mal rausnehmen. So, löschen. Müssen natürlich dann immer kontrollieren, dass unsere Punkte hier alle bleiben. Ich habe da mal so ein bisschen ungutes Gefühl. Tankstelle beladen gibt es dann auch noch, okay. Ach so, weil der Trailer eine entsprechende Länge hat, ne? So, Streckennetz können wir ausmachen, dann können wir ja wirklich mal mit unsere Helfer einstellen. So, er wird sich erstmal hier als nächstes Wasser organisieren. Ihn hat man ja per Hand bedankt, ne, beim letzten Mal, wenn ich mich dran erinnere. Den können wir nur erstmal schnell losschicken, hier ist er verdammt laut. 265 Liter Mischration sind noch da. Also die Produktion ist für meinen Geschmack zu laut.
Genau, hier die Sämaschine, der hat mal ja einen Kurs verpasst. Wir wollen ja hier Klee ansehen. Die müssen wir natürlich noch losschicken. Erster Wegpunkt ist eingestellt, Feld 18 ist eingestellt, Beladen ist entsprechend eingestellt. Da sollte das funktionieren. Den Klee werden wir dann definitiv erst in der im Frühjahr enden können, weil laut Übersicht sehen wir ja, dass der Klee jetzt angesät werden kann. Außer mal hier ein Stück 5. und 6. Frühlingstag, nicht? Warum den nicht, weiß ich auch nicht. Und wäre schon ab dem 1. Frühlingstag erntbar. Mal sehen, ob das dann so ist, das werden wir erleben. Weil ich hatte dann ja noch überlegt, ob er überhaupt im Winter überlebt. Aber das sehen wir eigentlich hier. Und da müsst ihr eigentlich bei Klee, ist im jungen Stadium rostbeständig, ist hoch, aber im ausgewachsenen Stadium gar nicht. Mal sehen, ob das funktioniert. So, Sämaschine findet natürlich einen Weg, ne? Vielleicht müssen wir dann doch hier an der Stelle wieder Gras ansehen. Das werden wir erleben. So, die anderen Sämaschinen, Kalkstreuer steht ebenfalls. Den Düngerstreuer hat mir hergeschickt, weil er soll dann nochmal die 45 düngen, wenn ich mich recht entsinne. Da sieht es aber so aus, dass wir meines Erachtens noch keine Düngerstufe drauf kriegen, ne? Das wird, glaube ich, noch nicht besser sein. Ne, ich würde meinen, es verfärbt sich nicht. So ist es auch. Wieder einmal zu viel geklickt hier. Genau so ist es. So, da kann er hier aber stehen bleiben. Er kann nicht stehen bleiben, weil den hat man ja mit Absicht da drüben hingestellt, weil hier drüben steht ja noch unsere Spritze. Ne? Wir wollen ja erst das Feld spritzen. So, der andere Düngersteuer steht schon entsprechend. So, er hat sich natürlich beladen und hier müssen wir eigentlich jetzt nur einstellen, dass wir Feld 45 düngen wollen. Sortiert hat hier, glaube ich, auch immer noch keiner. Ne? Wo haben wir noch keinen Kurs zum Düngen auf 45? Doch. Ich sag, wir hatten noch bei den Schulden mal rumprobiert, bevor wir es abgeerntet haben, ob wir düngen können. So, erster Wegpunkt, dann geht's hier los. Dass hier das Unkraut beseitigt wird, vielleicht können wir dann düngen, wenn gespritzt wurde. Ne? Denn das ist ja das letzte Feld, wo wir generell Unkraut spritzen müssen. So, die Spritze war hier angekommen. Die muss sauber gemacht werden und repariert werden. So, das sollte reichen. Ach ne, repariert hat man schon. Hat man die da auch schon sauber gemacht? Weiß ich gar nicht mehr. Dann räumen wir sie mal noch weg. Tanken vergessen. So, unser Palettenverteiler ist natürlich wieder angekommen. Und es wird natürlich hier nichts mehr produziert. Ne?
So, wir müssen mal hier umstellen wieder auf Bretterpaletten. Multimap. So, der Stapel kommt natürlich hinten ins andere Palettenwerk und dann die letzten zwei Bretterpaletten, die holen wir auch noch weg, die stellen wir natürlich vorne ins erste noch mit rein. So, da wird das auch mal schnell noch umgelagert hier. Meine Hackschnitzel haben wir ja theoretisch genug, ne? Da müsste ja noch das Lager von der Häckselaktion voll sein. Aber an anderen Sägewerk natürlich, ne? So rum wird ein Schuh draus. So, hier vorne stehen dann natürlich noch Paletten. Denn bei den Gewächshäusern waren wir überall zweimal, möchte ich meinen. Oder? Doch, ja. Doch, hat man eigentlich fertig. Ist jetzt die große Frage, wo wir die hinschaffen. Weiß nicht, ob wir noch welche zu Funny bringen. Ich habe da echt momentan keinen richtigen Überblick. Aber wo wir immer welche brauchen, ist Lebensmittelindustrie. Da werden wir ihn hier nochmal hinschicken, ganz einfach. Weil Lebensmittelindustrie sind ja vier Produktionszweige oder vier Produktionslinien, die Leerpaletten brauchen. Leerpaletten. So, hier ist einer auf dem Rückweg zum Waschplatz. Ja, unsere ganzen Erntemaschinen stehen alle noch schön in der Garage, ne? So, ihn hat man ja hergeschickt hier, um ja entsprechend Fleisch und Wurst zu beladen. Momentan brauchen wir aber, müssen wir noch warten, bis Trigger voll sind. Seitdem wir können es an derselben Stelle abgeben, indem wir warten, bis voll ist. Da bleibt er hier stehen. Hier hat man ja noch ein paar Gestelle untergebracht. Jetzt haben wir noch drei Stück, fünf Stück drauf. Drei für die Schafe, ne? Und zwei für die Hühner. Aber in Hühnern habe ich doch überhaupt keinen
Bei den Hühnern habe ich da überhaupt keinen Überladewagen für Getreide. Bräuchte mal noch einen. So, den lassen wir mal hier stehen. Oh, mit ihnen hier haben wir irgendwas umgelagert, ne? So, 36 Dünger ist hier noch drin. Dann hier können wir noch meine Ladung Saatgut mitnehmen zum Hof. Den lassen wir sich mal hier beladen. Den finden wir schon irgendwann wieder. Da war es schwarz, das Bild. Haben wir in der Halle drin gesteckt, ne? So, eigentlich müssten wir den hier dann nehmen. Aber dann bräuchte ich auch noch Big Pack Taschen. Doch, den holen wir uns dann. Muss ich bloß nochmal schnell gucken. Denn ihn hat man hier zurückgeschickt. Ja. Der kann auch noch dort stehen bleiben. Wird hier nicht mehr produziert. Oh, Brennstoff ist alle. Wir hatten da nicht umgelagert. So, sofort springt Sägewerk natürlich wieder an, ne? So, okay. Dann brauchen wir doch jetzt den Radlader. Da werden wir unten mal noch solche Big Pack Taschen einhängen. Für Getreide haben wir ja hier oben keine mehr, ne? Dann müssen wir die Schaufel hier runter tun. Wir werden uns hier den Haken nehmen. So, einmal Karotten. Genau, wir werden hier unten die zwei Taschen leer machen. Es bleibt ja eine Karotten und eine Heupellets über.
Die werden wir leer machen und die werden wir mit hochnehmen zum Hühnern dann. Müssen wir zwar zweimal hochfahren. Also hätte man einen LKW noch hier lassen sollen. Das gibt's doch nicht. Also ich will nicht rechts und ich will nicht links, ich will eigentlich den hier in der Mitte. So, dann noch den letzten. So, und da wäre hier unten komplett bestückt. Pass mal hier durch. Wir werden einfach hier auf den PKW den leeren Pickpack dann aufladen. Aber warum schütten wir den mit Heupellets aus? Achso, nee, wir wollen ja da. Richtig. Für die Schafe stehen ja noch welche da mit Heupellets. Das ist schon so richtig. Stehen wir auf der verkehrten Seite, oder? So, hier gibt es eine Ladung Mischration noch fürs Lager. Wie viel hat er denn überhaupt schon hergefahren? Achso, die Karotten haben wir ja bloß oben drin, ne? Mischration haben wir schon 1,6 Millionen hier. Gut aus. Das war natürlich jetzt, ja, dann haben wir auch ein paar Karotten hier unten drin.
mitnehmen. Wir sollten die eigentlich alles oben in den Lager lassen. Denn den Überladewagen voll, den wir brauchen, den holen wir uns dann meistens. ...3000 sind jetzt plus 99%. Soll ich nochmal über den Trigger fahren? So steil ist es doch ja gar nicht. Jawohl, doch schon. So, der kann erstmal ausladen. So, dann müssen wir hier haben wir jetzt. Genau, hier haben wir 3 Pickbacks stehen. So, deshalb hat man ja hier nochmal 3 Gestelle mit, ne? So, einmal. Würden sogar noch mehr hinpassen wie 3, aber ich denke mal, da haben wir dann 18.000 Liter Heupellets. Ne? Das ist ja als Vierfache vom Heu selber. Das sollte eigentlich passen. Die brauchen wir auch gar nicht so ernsthaft zusammenzuschieben, wie wir es unten am Pferdestall gemacht haben. Das reicht schon so hier. Wenn die hier so nebeneinander stehen, natürlich ein Stück hinten oder wir schieben sie auch ein Stück rüber. Dann müssen wir das jetzt noch ein Stück hinter schieben hier, ja, wenn wir schon genau machen wollen. Na, das fliegt gleich weg. Sind wir wieder zu nah dran, ne? Kann mich nicht recht vorwärts bewegen. Da würde nur noch fehlen, dass wir hängen bleiben und alle wegfliegen. Zu weit hinten. Der Greifenabstand, der könnte sicherlich etwas weiter weg sein. Das würde es dann auch mit dem Besen einfacher machen, ne? So, den schicken wir mal und zwar zum Hofparkplatz. Muss ich bloß drüber nachdenken. 6, ne? Ja, ganz schön leichtsinnig, der Fußgänger. So, wir werden uns hier unseren Radlader schnappen. Danke, dass der Schranke für mich geöffnet wird. Und werden dann natürlich... Hups. Big Bag ist leer, das werden wir befüllen. Aber das werden wir erst morgen machen. Und dann schaffen wir die 2 Big Bag noch zum Hühnern.
Beziehungsweise das eine Film auch dann auch noch eröffnen. Also ich sag mal vielen Dank fürs Einschalten. Dann machen wir am Dienstag hier weiter. Wie gewohnt, 13 Uhr. Bis dahin und tschüss.